auf die Wunschliste. Ich meine, 100 Milliliter, 100 Euro. Oh, Lotti Waldfee, aber ich glaube, das werde ich mir mal bestellen, weil das riecht so gut. Oh Leute, das riecht so, so gut. Eigentlich gebe ich nicht so viel Geld für Parfüm aus, aber oh mein Gott. Hallihallo Lüle und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass du dich hierher verirrt hast. Heute habe ich für dich vor allem echt früh, es ist der 13. Februar, letztes Mal kam die gefühlt Ende Januar, die neue Blissine Box in einem wunderschönen Avantgarden-Kunststil, so ein bisschen Leo-Design, aber mit Blau. Ja, das Motto steht aber auch schon draußen dran, nämlich C'est qui la Boss, das heißt, wer ist hier der Boss oder wer ist der Boss? Und ich öffne mal die Box. Im Deckel steht nichts. Wir haben hier unser Heftchen. Wir haben hier sogar zwei Heftchen. Was ist hier los? Wir haben hier sogar zwei Heftchen. Müssen wir gleich mal gucken. Ich glaube, das eine ist so ein Mindset-Heftchen. Die Blissine-Box ist eine französische Box, die, glaube ich, bald auch nach Deutschland kommt. Aktuell kommt sie aber tatsächlich eben aus, also habe ich die in Frankreich bestellt. Sie wird immer aus den Niederlanden geschickt, verstehe ich nicht, ist egal. Ist eine Beauty-Box, ähnlich wie die Pink-Box oder, ja, so, ich glaube so vom Stil und Wert her eher so Richtung Glossy-Box oder Goodie-Box. Goodie-Box, so ein Mix dazwischen, glaube ich. Wir haben hier auch immer so einen Mix aus Full-Size und, ja, Probegrößen dabei. Und ich konnte mir diesen Monat wieder so ein bisschen was aussuchen, das fand ich auch sehr schön. Konnte ich bis jetzt jeden Monat, glaube ich. Außer in der Dezemberbox. Aber ansonsten fragen sie einen immer. Für die Märzbox konnte ich mir nämlich auch schon wieder was aussuchen. Genau. Die Box ist dementsprechend auf und alle Inhalte hier sind auf Französisch. Mein Französisch ist noch soweit vorhanden. Ich versuche so gut es geht, so ein bisschen was hier rauszulesen, was einem so auffällt. Wenn man die beiden Heftchen rausnimmt, dann sehen wir hier eine prall gefüllte Box. Wirklich schön. Viele Produkte sind hier drin. Ich glaube sogar noch eine Probe, weil normalerweise sind, glaube ich, 5 Produkte drin. Aber wir schauen einfach mal rein. Ja, das Editorial kann ich euch leider nicht vorlesen. Ich glaube, wir können uns aber grundsätzlich vorstellen, was so der Gedanke hier irgendwie ist. Wahrscheinlich so ein bisschen Boss-like-Gefühl und ja, sich selbst vielleicht so wirklich wie der Boss fühlen, stark fühlen, Selbstbewusstsein aufbauen. Sowas in die Richtung würde ich da jetzt einfach mal hinein interpretieren. Das erste Produkt war das, was ich mir aussuchen konnte, welche Farbe ich haben wollte. Da gab es nämlich zwei. Und zwar vom Bloomy Oh La La Lac Blush Creme. Also ein Blush. Ich habe tatsächlich aus einer selbst zusammengestellten Box, Video verlinke ich euch mal, hier, glaube ich, ist es. Nee, hier, oder? Irgendwo, im I, hier oben irgendwo. Irgendwann lerne ich das auch nochmal. Ich glaube, es ist hier. Hatte ich auch schon einen Blush und den habe ich jetzt auch ausgetestet, allerdings off camera, weil ich mit dem noch gar nicht klarkomme. Ich bin sehr gespannt und wir werden das jetzt gleich mal uns angucken, weil ich will wissen. Ich konnte mich zwischen zwei Farben, wie gesagt, entscheiden. Ich habe mich für diesen etwas roseren Ton entschieden. Der andere war eher so peachy. Das ist jetzt nämlich Pink Mood und Sweet as Peaches wäre die andere Sorte gewesen. Wir haben hier so ein kleines Knöpfchen zum Abdrehen und ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass ich die Farbe gewählt habe. So sieht das auf meinem Handrücken aus und ich versuche das jetzt einfach mal nur so ein bisschen zu verblenden. Ja, ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Ich hoffe auch, dass sich das deutlich einfacher auf... Also man sieht nur so einen ganz leichten Schimmer. Ich mache mal so ein bisschen was hier einfach on top. Ich habe halt schon super viel Rouge drauf. Ich glaube, viel werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Aber ich sag mal so, auf meinem Finger kann man, glaube ich, ganz gut im Vergleich, also an dem habe ich es drauf, am Mittelfinger sehen, was für ein schöner Rouge da entsteht. Ich werde ihn mal ausprobieren, denn Liquid Rouge habe ich noch nicht so viele. Und wie gesagt, den ich aus einer selbst zusammengestellten Box hatte, funktioniert halt bei mir aktuell noch nicht so gut. Ich habe noch nicht so den Weg gefunden. Der ist aber deutlich cremiger und der ist sehr flüssig. Ich glaube, der lässt sich gut verarbeiten. Werdet ihr im Full Face dann demnächst sehen von diesem Monat. Also 8,5 Milliliter, ich glaube, das ist auch eine Full-Size-Größe dann in dem Fall. Kostet 15,90 Euro für Abonnenten, wenn man das halt auf der Seite nachbestellt, nur 13,51 Euro. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man auf der Seite immer so einen Abonnentenrabatt theoretisch kriegt. Ja,
hat halt eine cremige Textur, so ein bisschen natürlich, aber trotzdem glowy soll das eben wirken, parfümfrei, ja, und einen schönen Ton machen und hat 94% natürliche Inhaltsstoffe. Dass ich doch so alles rauslesen kann, obwohl ich kein Französisch mehr kann. Erstes Produkt gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, durfte ich auch mitbestellen, also mit aussuchen. Die Alternative wäre halt wirklich so ein orangiger Ton gewesen. Aber der ist halt nichts für mich. Deswegen, also hatte ich das Gefühl, dass der nichts für mich wäre. Ich bin eher so rosa. So, das nächste Produkt ist von der Firma Imperfait. Sieht erstmal so aus. Contour de Jeu. Was fürs Gesicht auf jeden Fall. 22,90 Euro. 15 Milliliter. Für Abonnenten kostet es 19,47 Euro. Rums. Scheint also auch eine Full-Size-Größe zu sein, weil ansonsten haben wir immer die größeren Größen auch preislich dastehen. Dann rechne ich euch das entsprechend um. Melting Gel Cream based on Hyaluronic Acid and Cornflower Floral Water. 98% natürliche Inhaltsstoffe. Also wir haben hier eine Gelcreme mit Hyaluronsäure und ich überlege gerade, was Cornflower sind. Schreibe ich euch oben hin. Einer Pflanzenwasserart. Genau, morgens oder und oder abends kann es unter den Augen, also eine Augencreme, jetzt wissen wir Bescheid. Und dann soll man das so mit den Fingerspitzen einfach einblenden. Genau, dermatologisch getestet und so weiter. Also, eine Augencreme. Wunderbar. 15 Milliliter, ja, das ist dann auch wirklich eine Full-Size-Größe für eine Augencreme. Das hält ja dann auch ewig. Ich benutze Augencremes inzwischen, weil ich sie da habe. Tatsächlich, ich kaufe mir keines eigenen. Regelmäßig bekommen wir sie in Boxen, deswegen ist es nicht nötig. Vor allem aber morgens gerne, weil ich festgestellt habe, so ein bisschen besser kann man dann mit Concealer und Co. tatsächlich arbeiten. Der hält dann oft ein bisschen besser. Deswegen mag ich Augencreme, brauche aber aktuell nie eine kaufen, weil ich so viele Augencremes da habe. Ich habe aktuell auch eine Riesenflasche Augencreme, also dagegen ist die echt niedlich. Die ist gefühlt dreimal so groß, die ich da habe von Matt Masky, bis ich die mal alle habe. Und für abends habe ich tatsächlich so einen Roll-On-Stick. Der ist auch aus so einer Box hier gewesen, bis die mal alle sind. Also bis ich die benutzen kann. Deswegen wandert die erstmal in die Schublade für später, aber ist eine schöne Idee. Das nächste Produkt ist, glaube ich, eine kleine Größe. Genau, ist eine Miniaturgröße mit 20 Gramm. Ein festes Shampoo von der Marke Respire. Eigentlich 75 Gramm kosten 8,90 Euro, für Abonnenten 7,56 Euro. Ich schreibe euch hier oben dementsprechend den runtergerechneten Preis drin. Das sind dann halt nur ein paar Euro. Ne? Nicht alles kann hier 50.000 Euro kosten. Ich bin tatsächlich nicht so ein Fan von festen Shampoos. Also ich habe das schon durchprobiert, aber so das Haargefühl hat mir persönlich nicht gefallen. Jetzt muss man auch sagen, da ist wahrscheinlich jedes anders. Ich weiß noch nicht, ob ich das probiere oder ob ich das verschenken werde. Ich tendiere gerade eher zum Verschenken. Ich finde die Idee grundsätzlich aber schön. Wir haben hier offensichtlich Kaffeebohnen drin, Kamille, irgendwas, was ich nicht zuordnen kann, und Mandeln. Also hier auf der Rückseite seht ihr die Zutaten quasi, die hier so ein bisschen mit eingeflossen sind. Ja, ich denke, das wird meine liebste Alina bekommt bald ein Paketchen von mir. Alina, bist du ein Fan von Seife? Wahrscheinlich hast du das Paket schon da, wenn ich das Video hochlade. Vielleicht auch nicht, dann kannst du noch schreiben, Sassi, pack sie mir nicht rein. Ansonsten könnte das was sein, was ich in so ein Paket für eine Freundin reinpacke. Aber Idee finde ich tatsächlich ganz niedlich. Und es ist ja auch umwelttechnisch super. Die Packung hier ist aus Pappe, ist also auch recycelbar. Aber ja, ich habe tatsächlich noch nicht das feste Shampoo für mich gefunden, was meine Haare gut verarbeiten können. So, wir gehen weiter zu Bioderma. Auch hier haben wir eine Miniaturgröße mit 100 Millilitern. Die Originalgröße hat 200, also das Doppelte. Dementsprechend kann ich den Preis auch gut runterrechnen. Die 200 Milliliter kosten 11 Euro, also 5,50 Euro kostet diese Packung hier. Für Abonnenten würden 9,35 Euro für 200 Milliliter bezahlen. Was bist du? Ich halte euch das jetzt erstmal in die Kamera, damit ihr gucken könnt. So sieht das aus. Und schau mal kurz, was hier so drinne steht. Vielleicht das Heft nicht so halten, ne? Sassi aus dem Schnitt hier, die sich jetzt mal schlau gemacht hat bezüglich dieses Reinigungsgels. Es ist ein Micellen-Reinigungsgel für empfindliche Haut, was eben beruhigen soll.
Es reinigt empfindliche Haut sanft und erhöht die Toleranzschwelle gereizter und intoleranter Haut. Es enthält dank seiner Micellentechnologie ausschließlich milde Tenside, die Haut besonders sanft reinigen. Soll wasserlösliches Make-up wirksam entfernen und ist ideal geeignet für empfindliche Haut. Es steht hier Reinigungsgel für Gesicht und Augenpartie. Also gehe ich davon aus, könnte man damit wohl auch die Augen mit reinigen, weil auch weiter unten steht sehr gute Haut- und Augenverträglichkeit, seifenfrei, unparfümiert und so weiter und so fort. Genau, also ist ein Reinigungsgel. Werde ich mal gucken, ob ich das benutze oder ob das auch eventuell dann verschenkt oder auf meinem Vinted-Kanal landet oder in einer Verlosungsbox. Grundsätzlich aber eine schöne Sache und ich muss sagen, verpackungstechnisch sieht das voll schön aus. Also es weckt bei mir gerade so richtige Frühlingsvibes. Ich meine, so alles so in diesen schönen, warmen Gelb-Rosa-Rottönen. Oh Gott, ich habe gerade richtige Frühlingsvibes. Und die ganze Box ist in diesem Farbstil. Also die ist zwar hier so bläulich, aber innen ist alles so warm, rot, voll schön. Das letzte Produkt, und ich glaube, das, was ich noch hier so drin habe, ist eher so ein Topic, ist von Green Barbs. Der Strich geht nach da. Dann spricht man das eigentlich nicht aus. Urban Nature, Gommage Corps. Also ich glaube, 30 Milliliter, eine Körperpflege irgendwie. Genau, das ist eine Miniaturgröße mit 30 Milliliter. 150 Milliliter kosten 32 Euro. Ja, dementsprechend irgendwie so, ich weiß nicht, 5, 6 Euro. Durch 5, ja. 5, 6 Euro dürfte die jetzt hier kosten. Was sagt, dann steht hier hinten was auf Englisch drauf. Body Scrub. Ich liebe es, dass hier hinten auch was auf Englisch drauf steht. Das ist ein Body Scrub mit Ginger, also Ingwer und Zitrusfrüchten. 99% natürliche Inhaltsstoffe, vegan. Wir haben hier Aprikosenkerne und Pflanzenöle, die halt mit der Haut dann quasi schön arbeiten, die Haut eben mit Feuchtigkeit versorgen und gleichzeitig eben schön weich machen durch das Peelen. Und der Ingwer und die Zitrusfrüchte sollen halt die Haut quasi aufwachen lassen und den Körper so ein bisschen, aufwecken. Irgendwie so in die Richtung. Soll man ein bis zweimal die Woche benutzen, auf trockener Haut oder auf, nicht nasser, aber so feuchter Haut einmassieren und dann eben mit Wasser abwaschen. Das heißt, vielleicht, wenn man direkt in die Dusche steigt, bevor man das Wasser anmacht, gleich auch aufmachen. Wird bei mir bleiben. Ich mag Körperpeelings. Hatte ich von hier? Wo habe ich die her gehabt? Doch, ich glaube auch, nämlich von Hutchins. Ich mag Hutchins eigentlich sehr, aber das Körperpeeling von denen riecht so eklig, dass ich das jetzt immer schon so großzügig auftrage, damit das bald alle ist. Ich hoffe, das riecht besser. Ist das offen? Nee. Na, man kann auch nichts riechen. Nee, dann lasse ich es noch zu. Aber das wird definitiv bei mir bleiben. Ich mag Peelings für den Körper. Im Gesicht mache ich nur noch chemische Peelings. Auf dem Körper darf es ruhig ein mechanisches Peeling sein. So, das letzte, was wir hier so als kleines Gimmick drin haben, denn das steht hier nicht mehr drin, ist von Alien Goddess Mugler. Ein Eau de Parfum, eine Probe. Hier sieht man die. Und das gucken wir doch mal gleich, wie das ist. Ich habe tatsächlich noch keine hochpreisigen Parfüms da. Und ich glaube, Mugler und Alien ist bestimmt... Oh, was ich sehr gut finde bei dieser Probe, das ist ein Pumpknopf und nicht so wie eine andere Art. Ich sprühe erstmal. Ist aber ein schöner. Oh, der Duft gefällt mir. Ist nicht mega herb, nicht mega süß, so irgendwo in der Mitte. Ich weiß gar nicht, kann ich hier irgendwo rauslesen, was hier so für Töne drin sind. Ja, hier steht alles nur... Ah, nee, hier. Bergamotte, Jasmin und Vanille. Ja, deswegen, ich glaube, das Bergamotte macht das nicht so mega süß. Und Jasmin und Vanille, wenn man das nicht zu stark macht. Oh, die Flasche sieht aber auch schön aus. Oha. Oh ja. Oh, das riecht richtig gut. Oh, das gefällt mir. Genau, floral, oriental, holziges Parfüm. Oh, das riecht wirklich gut. Das mache ich mir jetzt hier mal gleich. Oh, falsche Richtung. Ich sprühe Parfüm immer gerne ins Haar. Da hält es für mich immer am besten und auf die Kleidung tatsächlich.
Oh, das riecht gut. Das ist die halbe Flasche schon alle. Habe ich es übertrieben? Ja. Würde ich mir das nachkaufen? Ich glaube schon. Wie viel kostet denn das? Das muss ich jetzt einmal. Das muss man jetzt einmal gucken, was das kostet. Ja. Ach, guck mal, das ist gerade im Angebot für 59,49 € statt 72 € für 30 Milliliter. Ich meine, das ist natürlich immer noch ein ordentlicher Preis. Und ja, also ich muss mal sagen, die Mugler-Flaschen haben alle schon echt nices Design, ne? Bestelle ich mir das? Es riecht wirklich gut. Ach, guck mal, es gibt auch ein Refill. Aha. Das sind dann hier gleich 100 Milliliter. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Das spart man auf jeden Fall. Weil 30 Milliliter kosten 50, 100 Milliliter kosten 100. Hat man auf jeden Fall gespart. Das muss ich hier erst aktualisieren. Ja, also gefällt mir tatsächlich geruchstechnisch sehr gut. Ich glaube, das Alien, ich weiß gar nicht, ob es das Alien war, aber ich weiß, die liebe Franka, glaube ich, hatte letztens auch erzählt, dass sie diesen Geruch, oder schon vor einer Weile, dass sie diesen Geruch echt gut findet. Das würde jetzt relativ schnell bei mir alle gemacht werden. Morgen werde ich es in der Schule, also vor der Schule benutzen und mir auftragen, dann ist es wahrscheinlich alle. Riecht sehr, sehr gut. Also, oh, das riecht so gut, Leute, wenn ihr, oh, wenn, schade, dass es kein Geruchsfernsehen und sowas gibt. Also, das kann ich euch echt empfehlen. Ja, so, ich packe jetzt mal kurz alles zusammen, nachdem ich mich jetzt hier 5 Minuten über die kostenlose Beigabe gefreut habe. Und dann kriegt ihr noch mein Fazit. So, hier haben wir sie. Ich packe sie jetzt immer in den Deckel. Ich habe festgestellt, wenn man das in den Deckel packt, fällt nicht so viel raus, weil das ja auch nicht so viele Produkte sind. Die sind ja immer nur so. Und man kann sie relativ gut präsentieren. Hier haben wir sie also. Also die 5 Produkte grundsätzlich. Und das Parfüm habe ich jetzt einfach mal den Deckel reingepackt. Also diese Verpackung. Ich muss sagen, das ist wieder eine sehr, sehr schöne Box. Ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt noch für den Newsletter eintragen lassen, denn die Plissin-Box soll auch nach Deutschland kommen. Aktuell, wie gesagt, kommt sie aus Frankreich, beziehungsweise wird aus den Niederlanden verschickt. Und ich weiß nicht, was für ein Postbote das ist, aber der gibt es immer bei meiner Nachbarin ab, was ich gut finde, weil ich nicht irgendwo hin muss. Der macht mir aber keinen Zettel rein. Und ich kriege auch keinerlei Infos, dass mein Paket bei meiner Nachbarin liegt. Und meine Nachbarin ist immer so, sie haben keinen Paketschein bekommen. Sag ich, nee, es tut mir auch total leid, ne? Ich würde mir das sonst sofort abholen. Und sie muss mir immer aktiv einen Zettel reinlegen. Das ist eigentlich ein bisschen bekloppt. Und es ist ja noch eine nette Nachbarin. Manche, weiß ich nicht, sind dann ja irgendwann auch angepisst. Ich finde, die Box ist sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr über immer Make-up. Da bin ich ja immer ein großer Fan von. Könnte mehr drin sein, das wissen wir ja immer. Aber ich meine, das ist ja auch eine Form von dekorativer Kosmetik. Ansonsten haben wir hier eine Augencreme, was ich toll finde, ein Körperpeeling, was ich toll finde. Das Shampoo werde ich, wie gesagt, glaube ich, verschenken und nochmal herausfinden, wofür das Bioderma da ist. Aber da bleibt wieder einiges bei mir. Zum Ausprobieren werdet ihr also irgendwann dann im Aufgebraucht-Video sehen. Und oh mein Gott, das riecht so gut. Dieses Parfüm. Oh, ich bin jetzt auch so schön eingedieselt. Oh, ich liebe es. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr auch zum nächsten Video wieder einschaltet und mir jetzt einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Aktuell kommen 3-mal die Woche, Mittwoch, Freitag und am Sonntag Videos online. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Dort nehme ich euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen und in meinen Alltag. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr zum nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin verlinke ich euch hier mal meine Unboxings, hier meinen Kanal zum Stöbern und hier das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Bis dahin einen wunderschönen Morgen, Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video guckt. Bye, bye.